Hey, ich grüße euch. Hallo. In meinem letzten Video hatte ich kurz erwähnt, dass es einiges zu danken gibt und das mag ich heute in diesem Video machen. Es wird ein wenig gesprochen, mal in die Zukunft geguckt, was wird so kommen. Und zuerst mag ich euch danken. Zum einen, als ich das Video gedreht hatte, hatte ich davon ja noch kaum eine Ahnung. Ich habe es mal kurz erwähnt. Ja, Schule fertig. Jetzt geht's weiter. Es kamen so viele Glückwünsche rein von euch, direkt bam, bam, bam. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon ein Video mit so vielen Kommentaren hatte. Es kamen einige Glückwünsche rein und immer wieder Glückwunsch, Glückwunsch. Ich danke euch dafür. Es war, ich weiß nicht, darunter zu schreiben, ja, danke, 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 ist mir auch ein bisschen zu blöd. Da dachte ich mir, ich bedanke mich bei euch allen, die unter dieses Video geschrieben haben, noch schreiben werden, wenn sie es erst später sehen, für die Glückwünsche. Denn, ich weiß nicht, so nach dem 20. Mal Danke sagen, fühlt es sich auch nicht mehr echt an. Darum einmal danke an euch alle dafür. Des Weiteren kamen in den tatsächlichen 2 Monaten, gefühlten 3, 4 Monaten, es waren aber glaube ich tatsächlich nur 2 Monate, was lang genug ist, 100 Abonnenten dazu, in meiner Abwesenheit. Wow. Ich saß manchmal vor dem Rechner und dachte, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Was ich getan habe in der Zeit, war natürlich geguckt, dass alle Fragen, alle Nachrichten beantwortet sind, aber rausgehen und drehen, dafür hatte ich leider keine Zeit. Und meine Güte, auch dafür danke, denn ich habe nichts getan. Nichts. Ich habe Nachrichten beantwortet, wie gesagt, geguckt, dass auf dem Kanal alles in Ordnung ist. Und wow, einer nach dem anderen. Besonders gegen Ende hin. Als, ich weiß nicht, das war, wenn ich das Gefühl hatte, Mann, heute muss ich aber mal raus was drehen, ich will unbedingt, das Wetter ist so schön, dann kamen die Abonnenten plötzlich. Als hätten sie gefühlt, oh, der will, da kommt vielleicht bald was. Ging ja aber leider nicht. Dafür geht's jetzt weiter. Des Weiteren noch etwas Organisatorisches, das ich gerne ansprechen mag. Und zwar wird mein gesamter Workflow, schneiden, Thumbnails machen, alles, was mit YouTube eben zu tun hat, über den Haufen geworfen und komplett neu aufgerollt. Ich habe parallel zum Lernen zur Prüfung gegen Ende noch eben Dinge wie Filmschnitt oder Grafikdesign gelernt, so privat. Die Zeit, wie gesagt, für in den Wald rausgehen, hatte ich leider nicht, um intensiv zu filmen, aber eben zu Hause habe ich schon Zeit damit verbracht, etwas für die Zukunft des Kanals zu tun. Ansprechend tue ich das Ganze, weil die ein oder andere Veränderung doch relativ abrupt kommen kann und für den ein oder anderen vielleicht eine Verschlechterung sein mag. Das liegt eben daran, dass ich jetzt andere Wege habe und nicht mehr so kinderleicht, sage ich mal, an ein gutes Resultat komme. Ich muss erstmal Resultate programmieren, um die dann verwenden zu können. Da gibt es keine fertigen Sequenzen mehr. Dementsprechend kann es sein, dass der Anfang etwas grob aussehen mag. Mein Computer ist auch noch etwas langsamer, als er sein sollte für die Render Engine. Das führt noch zu Problemen. Vielleicht dauert es ja auch noch, bis das dann eingesetzt werden kann, wenn ich einen neuen Rechner mal habe. Aber dem ein oder anderen aufmerksamen Zuschauer mag es eben auffallen, dass Dinge anders sind und eventuell vielleicht etwas grob oder schlechter aussehen. Will ich natürlich auf gar keinen Fall, aber es könnte passieren, dass ich sage, okay, ich bin bereit, ich will jetzt heute mal was Neues einführen und verwende mal diese und diese Technik, dass es dann am Anfang noch etwas grob aussieht. Ich wollte es nur mal ansprechen, dass ihr wisst, wenn ihr seht, oh, dann wisst ihr, wieso das so ist, wie es ist. Natürlich sollte es nicht vorkommen. Aber aller Anfang ist schwer. Zu guter Letzt bleibt mir kaum noch was zu sagen. Als Danke fürs Zusehen und bleibt nicht so lange in der Sonne, trinkt genug. Habt einen schönen Sommer. Bis zum Wochenende, wenn ein neuer Film kommt und es endlich weitergehen kann.